die psychische Verfasstheit und der Druck, in einer endlosen Warteschleife gerade zu stehen, die nichts an Klarheit mit sich bringt, ist das Zermürbendste, was man einem Menschen antun kann. Jede Minute könnte man zerspringen, würde ich sagen. Also er hat es in ganz wenigen Phasen auch mir und ich ihm gezeigt, wie nahe es uns beiden geht, wie es eine Situation vielen Menschen in Österreich mittlerweile ja unter die Haut geht. Und das weiß er, und ich glaube, dafür ist er sehr dankbar, dass ihm wirklich viele Menschen auch mit verschiedenen Möglichkeiten zur Seite stehen und zur Seite stehen werden und wollen. Ich habe so ein Funkeln in seinen Augen gesehen, einfach wie er mich begrüßt und dann auch verabschiedet hat. Ja, er hat es nicht verloren, das Gefühl, da ist wer. Und der richtet mir auch aus, wer aller für mich sonst noch da ist.